Ja, wir sind heute Abend hier bei Microsoft und wir haben gemeinsam das Thema digitale Arbeit diskutiert. Hat mich sehr gefreut, am heutigen Abend die Veranstaltung der vierten Internetwoche in Köln hier zu Gast zu haben. Ich finde, eine sehr anregende Podiumsdiskussion über das spannende Thema der ständigen Erreichbarkeit dank digitaler Technik heute in der Arbeitswelt. Und wir wollten der Frage nachgehen, was es bedeutet, wenn wir Smartphones haben, Laptops haben, PCs haben. Wie wirkt sich das auf unsere Arbeit aus? Und wir haben eine super Diskussion gehabt, eine lebhafte Diskussion. Und wir haben uns gefragt, sind E-Mails die Indikatoren fürs Burnout? Was bedeutet eigentlich Homeoffice? Können wir eigentlich alle von zu Hause arbeiten? Was bedeutet es eigentlich, wenn wir kein Netz haben? Was bedeutet es für den Breitband? Ausbau und wie können wir eigentlich Mitarbeiter und Unternehmen zusammenkriegen? Und besonders haben wir die Frage diskutiert, wie Führung in Zukunft aussehen muss. Was mich in dem Zusammenhang beschäftigt, ist, dass bei allem Begeisternden und Tollen, was das Digitale mit sich bringt, ja, das heißt, ich kann von überall arbeiten, Tag, Nacht, also die ganze Flexibilisierung, dass die eben auch ein Stück Ausbeutung sein kann. Ja, davon bin ich überzeugt, dass wir als Arbeitgeber nicht das komplette kontrollieren, ob man zu viel arbeitet, ob man sich vielleicht ausbeutet, an den Mitarbeiter delegieren können, sondern dass wir eine neue Ethik des Arbeitgebers brauchen, ja? Eine neue Definition von, welche Schutzräume brauchen wir oder irgendwelche anderen Maßnahmen treffen, um die Balance wieder hinzubekommen und damit nicht die Hälfte unserer Belegschaft im Burnout endet. Technologie ermöglicht heute sehr vieles, dass Sie von überaus arbeiten können, dass Sie auch erreichbar sind, egal ob Sie unterwegs sind, ob Sie im Büro sind oder zu Hause sind. Aber am Ende des Tages ist Technologie nur der Ermöglicher zu so einem freieren, flexibleren Arbeiten, was viele Mitarbeiter heute auch aktiv nachfragen bei uns. Wichtig ist natürlich, dass Sie es am Ende des Tages aushandeln. Mit Mitarbeitern, mit Vorgesetzten, mit Betriebsräten. Also Technologie ist ein wichtiger Enabler, wie wir das nennen, aber es muss eingebettet sein in eine Führungskultur und in eine Managementphilosophie. Erst dann haben alle Beteiligten etwas davon. Gerade festzustellen, dass es ganz viele Leute gibt, die sagen, digital arbeiten ist eine tolle Sache, was auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ganz viele Vorteile bietet auf der einen Seite. Aber ich glaube, wir haben heute festgestellt, dass wir bisher unsere Arbeitsverfassung nur analog ist und wir da auch uns auf die digitale Welt vorbereiten müssen. Wir müssen viel mehr darüber reden, wie in Zukunft Zeitmodelle aussehen können, wie Mitarbeiter sich ihr Lebensziel einrichten können, ob sie morgens vielleicht nicht im Stau stehen wollen, sondern erst um 11 Uhr zur Arbeit gehen wollen. Und all das muss eigentlich auf den Tisch und endlich in die Diskussion kommen, damit wir auch das Thema digitale Arbeit gut abdecken können. Ich denke, wir haben die Pros und Kontras sehr fundamental besprochen und hatte auch den Eindruck, dass das anwesende Publikum zufrieden war.